Moin Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet im Karttechnik im Wertschein. Heute wollen wir beim 1er BMW E87 den Außentemperaturfühler ein. Der Grund dafür ist meiner Zeit permanent minus 40 Grad an, also ist der Fühler defekt. Aber das ist wirklich, das geht schneller wie Scheibenwischwasser nachfüllen, den Fühler zu tauschen. Also von daher, ich zeige euch immer Schritt für Schritt, wie es geht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und ich zeige euch eben kurz, wie es dann funktioniert. Wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich die gleiche Anzeige haben. So, und zwar wird das wahrscheinlich mal bei euch genauso aussehen. Ihr habt da minus 40 Grad Außentemperatur, obwohl wir hier herrliche Sommer, weiß nicht, 25, 26 Grad hier drin haben, keine Ahnung. Ist natürlich verkehrt. So, alles was ihr machen müsst, ist eigentlich, also der Fühler, der sieht so aus, das ist dann der neue. Und beim 1er BMW, wenn man jetzt hier so vor der Schnauze ist, dann gehen wir mit der Hand gleich einfach hier links unten rein. Und zwar genau zwischen Scheinwerfer und Ansaugtrakt. Gehen wir mit der Hand da rein und dann kommt ihr dabei. So, und zwar genau da unten drin. Da sitzt er. Da ist der Temperaturfühler. Und wie gesagt, einfach mit der Hand rausdrehen. Dann könnt ihr den Stecker oben abziehen. Also wie gesagt, ich zeige das mal eben bei euch beim neuen. Und zwar, der sitzt ja quasi so drin. Dann habt ihr die Führung. Müsst ihr einfach nur rausdrehen und dann nach oben. Ja? Aber wir machen das mal eben zusammen. Wir gucken, dass wir mal hier Licht hier reinkriegen. Dass ich euch das zeigen kann. So, jetzt passt natürlich Hand und Kamera nicht zeitgleich rein. Also ich gehe mal eben kurz mit der Hand unten rein. So, am besten so wie hier mit der linken Hand gehe ich jetzt einfach mal unten rein und drehe mir den dann eben raus. Stecker ist ab, da ist der alte Temperaturfühler. So. So. Kann man es erkennen? Autofokus. Fokus. Ja, so. Den schmeißen wir jetzt weg, der geht einmal rüber. So, und dann schnappen wir uns dann hier quasi dann einmal den neuen und drehen uns den einfach unten wieder rein. Wie gesagt, mit der linken Hand unten reingehen, so hier wieder rein und dann in die Führung unten wieder reindrehen. Dann direkt das Kabel nehmen. So, dann sieht das Ganze nämlich dann so aus. So, dann ist der da unten nämlich wieder drin. Da. Da unten ist der Sensor jetzt wieder drin. So, schnappen wir uns dann einmal das Kabel und dann einmal den Stecker dann wieder da drauf. So, Kabel nehmen, Stecker. Eigentlich ist das relativ einfach. Wie gesagt, einmal mit dem, ist halt nur mit Kamera geht es leider nicht, weil ich kann euch aber leider nirgendwo reinstellen dazwischen. Das passt nämlich nicht. Und dann sieht das Ganze wieder so aus. Licht unten rein. So. Könnt ihr das erkennen? So, da ist dann der Stecker unten, alles wieder drauf. Und dann haben wir einen Temperatur. Jetzt gehen wir mal kurz ins Auto, schauen, ob das Ganze jetzt funktioniert. So, einmal kurz Tacho andrücken. So, zack, ist jetzt umgesprungen wieder. Wir haben jetzt wieder unsere echten Gradanzeige auf 25,5. Und ja, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal. Euer Million Number One. Ciao.